Grüß Gott miteinander. Der Coronavirus trifft uns alle zum Teil auf eine schmerzhafte Weise. Es trifft jede und jeden Einzelnen von uns. Darum müssen wir jetzt zusammenheben. Und hören Vertrauen, die Grundversorgung ist gesichert. Die Einsatzkräfte und auch Ärzte und Pflegepersonal sind einsatzfähig. Bundes- und Landesregierung machen derzeit hervorragende Arbeit und sie schaffen mit verschiedenen Systempartnern auf allen Ebenen zusammen, um für uns alle bestmögliche Lösung durch die Krise zu führen. Ein herzliches Dank an alle, die Grundversorgung aufrecht haben. Ein Dank an alle, die sie auf ihre Art und Weise inbringend, mithelfend und für ihre Solidarität und ihre Einsatzbereitschaft. Maßnahmen und Empfehlungen werden dauernd verschärft, das gilt es weiterhin strikt in zum Heben. Drum, bleibt daheim und helft lieber retten. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass man die Freude verlieren, dass man den Blick fürs Schöne, fürs Gute, fürs Positive schärfend. Entdeckt Hobbys oder weckt schlummernde Fähigkeiten in euch und denkt daran, Blumen blühend, still und zufrieden, auch in Unruhe, Streit und Krankheit. Und der geschätzte Psychiater Dr. Haller hat für Gesundes Lingenau einen tollen Bericht geschrieben. Lesen das nach, geht auf die Homepage für Gesundes Lingenau. Und auch er sagt, hört Vertrauen und hört vor allem Vertrauen in euch selbst.